Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Beauty-Video. Und zwar geht es heute, wie ihr sicher schon im Titel erkennen könnt, um Produkte, die ich aufgebraucht habe oder die jetzt fast alle sind, die ich persönlich jetzt werten würde, ob ich sie mir noch einmal kaufen würde oder ob ich sie mir vielleicht schon wieder gekauft habe. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an. Das erste Produkt ist mein Soft Compact Powder von Manhattan im Natural Look Naturell. Ja, ich muss sagen, wenn es alle ist, ist es nicht mehr so toll. Meine schwarze Hose dreckig. Ich muss sagen, das Puder ist an sich ziemlich gut. Es vollendet den Look noch einmal. Allerdings ist bei dem Puder auch so, dass man ziemlich schnell wirklich sieht, dass es Puder ist, was drauf ist. Und das ist ein Punkt, den ich irgendwie nicht so mag. Allerdings habe ich es mir nochmal neu gekauft, weil ich leider Gottes momentan kein anderes Puder gefunden habe, was auf meine Hautfarbe passt. Und deswegen habe ich es mir einfach nochmal gekauft, ehe ich dann einen guten, günstigen Ersatz habe, womit wir auch schon beim zweiten Teil wären. Und zwar dem Easy Match Make-up Skin Tone Adapting Make-up in Soft Porcelain. Das ist die Nummer 30, auch wieder von Manhattan. Es ist halt nicht komplett gleich, aber wenn ich es halt verteile, dann sieht man das nicht wirklich, dass ich Make-up drauf habe. Habe ich das halt hauptsächlich hier unter den Augen aufgetragen, wie man sehen kann, und ein bisschen hier. Weil ich halt die Augenringe habe. Und ja, ich habe es halt auch oben auf dem Augenlid. Und gut, jetzt habe ich gerade noch Eyeshadow drauf. Aber ansonsten habe ich das halt eigentlich eher in der Zone. Und ja, ich habe es mir natürlich noch einmal gekauft. Ich finde, es ist trotzdem vom Preis-Leistungs-Verhältnis hier eindeutig ziemlich gut. Weil es halt wirklich, wie es verspricht, Skin Tone Adapting ist. Dann wären wir auch schon wieder beim nächsten Produkt, und zwar ist das der Rival de Loop Young Cover Stick. Mattierend und hautberuhigend soll der sein. Also mattierend ist er, hautberuhigend kann ich nicht beurteilen. Ich habe nicht so viele Hautunreinheiten oder gerötete Haut und kann deshalb nicht sagen, ob der das besser macht. Ich bezweifle es. Allerdings muss ich sagen, der hat echt lange gehalten. Allerdings war der auch in Nude, 01 Nude, leider Gottes etwas dunkel. Das heißt, wenn ich mir das hier rauf gemacht habe, dann sah das irgendwie mal ein bisschen seltsam aus. Deshalb würde ich mir den wahrscheinlich nicht nochmal holen, einfach aufgrund der Hautfarbe. Kommen wir mal zu den Haaren, welche ich ja, wie ihr seht, gerade frisch gewaschen habe. Ich muss sagen, ich habe jetzt hier als Beispiel das Balea Seidenglanzspülung Frangipani und Perle für strapaziertes und trockenes Haar. Ich liebe ja die Balea Spülungen und Shampoos, aber ich muss sagen, von dem gefällt mir der Geruch irgendwie gar nicht. Also, ich weiß nicht, es riecht so ein bisschen nach alter Oma. Noch frischer alter Oma. Hinzu kommt, dass alle Balea-Produkte silikonfrei sind. Zumindest die Spülungen und Shampoos. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich ziemlich gut, weil ohne Silikone das Beste für euer Haar. Dann habe ich, ja, es ist noch nicht ganz alle, aber so gut wie, das Schwarzkopf Gliss Cool Hair Repair mit flüssigen Haarbausteinen. Total Repair Express Repair Spüler für trockenes, strapaziertes Haar. Also, das gute Ding hat Vor- und Nachteile. Vorteile wären, es riecht ziemlich angenehm. Und durch dieses Produkt werden eure Haare weich und man kann sie sehr, sehr gut durchkämmen. Gerade wenn man so ein bisschen krauses Haar hat wie ich, dann bleibt man oft mal stecken. Und das kann man damit beseitigen. Also man sprüht es sich wirklich großflächig ins Haar. In meiner Morgenroutine habt ihr es vielleicht sogar gesehen. Nachteil. Gut.
Es verspricht natürlich nicht, dass was drauf ist, also durchkämmen kann man es. Aber reparieren? Nein, davon ist nichts zu sehen. Aber im Endeffekt ist für mich viel größerer Nachteil, das Zeug ist arsch glatt. Wenn ihr das irgendwo raussprüht auf eure Haare und ein Teil auf den Boden kommt, ist der Boden einfach mega rutschig. Das ist ein ziemlich großer Nachteil, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es die Haare wirklich so gut durchkämmen lässt, man erspart sich wirklich Knoten, die man rausschneiden muss. Würde ich definitiv sagen, ich würde es nochmal kaufen, habe es glaube ich sogar schon mal nochmal gekauft. Und ja, dann wie in meiner Abendroutine habe ich das I Love Strawberry and Cream. Das ist glaube ich von Douglas, ich glaube nur Douglas hat die, ich habe die zumindest noch nirgendwo anders gesehen. Es steht drauf, riecht lecker, fühlt sich lecker an, also auf Englisch. Und ich muss echt sagen, das Geile daran ist, es ist halt sowohl Duschzeug als auch Peeling. Und die spürt man halt wirklich. Also man reibt sich das drauf und man spürt wirklich richtig dieses Peeling. Und im Nachhinein auch, man muss es richtig abwaschen und hat dann selbst diese Kügelchen noch in der Badewanne. Also man fühlt sich wirklich danach richtig sauber, befreit vom Schmutz. Und riecht dann auch noch sogar. Also ich würde ja fast sagen, ich würde mich selbst essen, aber es riecht ein bisschen seltsam. Dann kommen wir zum letzten Produkt. Das ist mein absolutes Parfum. Und zwar von Bruno Banani, Not For Everybody. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Name ist. Und das riecht so geil. Hey, I'm a Unicorn! Okay. Auf jeden Fall riecht das so geil. Es riecht ein bisschen verrucht und verführerisch, aber es riecht so geil. Und ich würde es mir jedes Mal neu holen. So, das war's auch eigentlich schon wieder von dem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann drückt doch den Daumen hoch Button und lasst doch einen Kommentar da. Vielleicht kennt ihr die Produkte schon oder wollt, dass ich andere Produkte ausprobiere, dann schreibt doch bitte das in die Kommentare. Ich werde euch alle Produkte nochmal in der Infobox auflisten und dann würde ich mich sehr über ein Abo von euch freuen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!